Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Evoli. Wie ihr seht, wir sind hier im Namensbildschirm bzw. in unserem Pokédex irgendwie so. Ach, ist ja auch wurscht. Ich habe jetzt Bisasam Queen genannt, weil mir einfach, ich habe gedacht, ich nenne meine Pokémon jetzt nach Philosophen oder... Ach komm. Oder nach berühmten Persönlichkeiten, nach weiblichen berühmten Persönlichkeiten. Und jetzt muss ich doch den Namen hier ändern. Machen wir mal. Ach nein, Elisa. Elizabeth. Eigentlich müsste ich noch die zweite hinschreiben. So. Kurz eine Leertaste, weil das können wir uns jetzt nämlich erlauben. Elisabeth, die zweite. Läuft. So, Elisabeth, die zweite. Dann gehen wir mal weiter. Fangen wir mal an, die Stadt zu erkunden. Für die meisten Leute hier in Marmoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby, so wie für Käfersammlern. Aber Arenaleiter Rocco ist da ganz anders. Das sagt mir jetzt nichts. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Bokebälle zu kaufen. Naja, wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Nidoran, setz! Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten, kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, das kann uns jetzt aber nicht passieren, du. Da ist ein Pokéball. Ich sehe das. Hier rum? Hier rum. Ich habe Kapsel X Abwehr gefunden. Ja, warum nicht? Also hier geht's nicht weiter? Nee. Muss ich suchen. Okay. Dann erkunden wir erstmal die Stadt. Heilen unsere Pokémon. Kann ja nicht schaden. Ja. Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts aus, einzutauschen. Ich habe meins weggeschickt. Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche mein Pipi dafür. Für schlappe 500 kriegst du bei mir eine Tüte mit Knusprigen aus der Kanto-Region. Die Marmoria-Cracker. So beliebt, dass ich täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interesse? Hm. Die Firma dankt. Aber sei beim Essen bitte vorsichtig. Die Dinger sind steinhart. Okay. In Medizintasche. Willkommen im Pokémon-Center. Ja, machst du mir mal wieder fit. Was? Team Rocket ist auf dem Mondberg? Hm, ich telefoniere gerade, stör mich nicht. Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einbringen, wenn du gegen einen Arenaleiter bestehen willst. Weiß ich doch, ich habe sogar zwei davon in meinem Team. Oh, gut. Oh, das hat jetzt lange gedauert. Dann hatte ich jetzt schon ein bisschen Angst. Pippe, hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Ja. Gut, auch wenn es nicht danach aussieht, das ist knallharte Arbeit. Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von Blumen fernzuhalten. Na und? Lass die doch an den Blumen. Ist jetzt nicht so, dass ihr dabei draufgehen werdet. Warst du schon im Museum? Nein. Oder solltest du unbedingt wenden? Natürlich. Sofort und auf der Stelle.
Ein zwielichtiger Mann hat mir diese seltsame Pokémon angedreht. Es ist total schwach und das, obwohl ich ganze 500 Pokédollar dahin hingeblättert habe. Trainiert man seine Pokémon eifrig, kann sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein. Ich habe das Geld gar nicht dafür. Obwohl, wartet. Ach, das können wir auch später machen. Ah, so schön kühl. Es ist ein echter Segen, dass Mamoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Okay. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokémon genau in die Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsenden Erfahrungen erlernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Ja, passiert halt, ne? Boah, ich weiß die Leiter gar nicht, die Arena-Leiter. Ich weiß nur Rocco. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Kann ich denn mit Zeno spazieren gehen? Nee. Den kriege ich immer eben nicht mehr von meinem Kopf. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ist in Ordnung. Ich gehe jetzt einfach. 50! Ja, jetzt. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Oh, das ist ein echtes urzeitliches Pokémon. Ha! Halt, Fehlanzeige ist doch nur ein Replikat. Ja, die werden jetzt kein echtes ausstellen. Hi. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Ah, die haben also auch Wechselausstellungen. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Naja, ist vom Mond. Ich hätte gern ein Evoli. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ja, ein Evoli. Ich besorg dir eins, versprochen. Ein Evoli wie deins wäre perfekt für meine Tochter. Aber so gut, wie ihr euch versteht, kannst du es unmöglich tauschen. Ich würde es auch niemals hergeben. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes hier der weit entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Also selbst wenn du mich fragen würdest, ob ich mein Evoli tauschen würde, ich würde es nicht tun. Hallo? So weit kommt's noch. Hätte ich jetzt mit einem Typen dann noch reden sollen? Okay. Also wirklich, Fleckmon, wieso musst du immer nur so störrig sein? Oh, hallo, entschuldigen, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria-Museum geplant, aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Könntest du vielleicht hierbleiben und auf mein Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange, klar. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch bei ein Weilchen allein, ja? Fleckmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Es ist so riesig. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Es ist so riesig. Oh mein Gott. Es ist riesig. Danke, dass du gut auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Ich krieg eine Riesenperle. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ajo. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen soll? Das erste Pipi wurde wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Dann ist es natürlich eine eindrucksvolle und natürlich logische Konsequenz, dass sie vom Mond kommen. Es gibt sogar Zuschauer. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, dass sie das wirklich jetzt so ein bisschen wie eine Arena gemacht haben. Dass jetzt es gibt auch Zuschauer. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an.
bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arenaleiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Marmoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arenaleiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon von Typ Pflanze oder von Typ Wasser zeigen. Wunderprächtig! Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Marmoria City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Chap. Rocco, Hans. Also Hans war schon hier. Willkommen in Arena. Also Hans war schon da. Ah, der ist immer schneller als wir. Jeanette fordert mich hier heraus und setzt Kleinstein ein. Komm, Elisabeth, die Zweite. Mach ihn fertig. Es fehlt auch nicht mehr viel. Flupp. Das war sehr effektiv. 35 Erfahrungspunkte. Also mir fallen leider mehr männliche Namen für Pokémon ein als weibliche. Das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe, Queen Elizabeth ist die zweite ist das einzige weibliche, was wir fangen werden. Es dauert noch Lichtjahre, bevor du ein Kind wie du Rock besiegen kannst. Alter, hast du eben gerade gesehen, was mein Bisasam mit dem Kleinschein gemacht hat? Komm, ich zeig's dir noch immer. Komm, Elisabeth, die Zweite. Mach ihn fertig. Frankenhieb? Blub! Und nun? Ach, verflixt! Lichtjahre messen ja die Entfernung, nicht die Zeit. So. Wir speichern jetzt hier mal ab. Vorsichtshalber. Wir spielen schon eine Stunde. Bei Pokémon Sonne und Mond wären wir immer noch im Tutorial unterwegs. Tutorial. Ah, eine neue Herausforderin. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder und ich gucke genauso böse wie sie. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf dem Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Wieso gucken die immer so böse? Ich meine, klar ist ein Pokémon-Kampf total ernsthaft und so, aber du musst doch nicht gleich so böse gucken. Du musst doch mal lächeln. Wenn du freundlicher guckst, kommst du bestimmt im Leben viel weiter, mein Freund. Na, da war es nur die Hälfte. Ah, das hat doch schon ein bisschen was abgezogen. Aber das ist jetzt weg. So, bei seinem nächsten Pokémon werden wir den Egelsam einsetzen. Fernseher erreicht Level 12, das ist sehr schön. Und Säure. Weiterkämpfen. Oh, nix. Oh, ist so riesig. What the fuck ist das riesig, ey? Nein, nicht Kopfnuss. Halt's aus. Er wurde bepflanzt. Das heißt, wir kriegen wenigstens schon mal ein bisschen was zurück. Immer mal so kleine Nebenbeiheilung ist schon nicht so verkehrt. Ha! Verfehlt! Loser. Und wir heilen uns ein bisschen auf. Und dann natürlich nochmal Rankenhieb. Steinwurf verfehlt wieder. Und wir haben es geschafft.
Elisabeth die Zweite kriegt 134 Erfahrungspunkte, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und Alina Arena. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Oh mein Gott, er kann doch lächeln. 1900. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Ja, das war jetzt mal easy. Ha, wir klatschen uns sogar noch ab. Mit dem Felsorden gehorchen hier alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das ist auch noch für dich. Kopfnuss. Ja, ich weiß nicht. Mit einer TM kannst du einen Pokémon auf die Stelle, die darin erhaltene Attacke beibringen. Du kannst TMs beliebig oft verwenden. Dafür fügt der Anwender, also bei Kopfnuss fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Das wäre ja eigentlich was für Eoli, ne? TM-Box. Hat 70. Das finde ich doch eigentlich ganz gut. TM wurde aktiviert. Mach mal Tackle, weil bei Ruckzuckkeep habe ich dann immer Chance auf Erstschlag. So. Das heißt, wir können im Prinzip Team nur Fenster aus dem hier bewegen. Die zwei tauschen. Beutel und Knuffensa im Prinzip aus dem Team rausschmeißen. Aus dem Team entfernen. Das brauchen wir nicht. Ich würde die ganz gern so im Prinzip bewegen. Dass oben mir immer die Leute angezeigt werden. Bewegen. Die wir denn im Prinzip... Den nehmen wir jetzt einfach mal so komplett mit. Das ist ja... Damit wir mal so ein paar vier haben. Man kann ja nie wissen, wozu man die braucht. So. Gewonnen! Haha! Beklatscht mich. Bejubelt mich. Ans 8. Ja, den halt nicht. Hey, hey, du da! Ach, wer bist denn du? Ach! Du bist doch dieses Mädchen, Maika, oder? Ja, genau. Ha, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Das musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi von mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Superbälle! Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Du bist ein Lappen. Ich weiß nicht, ob ich dich mag. Ich weiß nicht mal, ob ich was mit dir zu tun haben möchte. So, und wo kriege ich denn jetzt Dings her? Also so Zerschneider? Ja, okay, das schon mal nicht. Ich schaff's nicht. Xeno hat hier einen High Five gegeben. Sieht aus, als wäre er super motiviert. Vielleicht will er Xeno spielen. Upp! Xeno kann es nicht ab. Okay. Xeno übertreib's nicht. Wir gehen jetzt erstmal, bevor wir weitergehen, gehen wir erstmal ins Pokémon Center heilen. Dann gucken wir mal, was wir mit unserem neuen coolen Stuff alles kaufen können. Weil ich will auf jeden Fall Pokébälle und Dings fangen. Also Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Weil die haben wir ja. Da haben wir, glaube ich, 10 Stück. Sind wieder topfit. Und was haben wir denn alles so schönes im Beutel? Die Riesenperle könnten wir zum Beispiel verkaufen. Medizintasche. Wir haben 6-mal Gegengift. Also das reicht eigentlich vollkommen. Was macht das? Eine berühmte Knabberei aus Mamoria City. Die behebt alle Statusprobleme. Seht ihr? Aber die Fangtasche. Die Pokebälle müssen mal ein bisschen hochgezogen werden. Beziehungsweise wir müssen ein paar neue kaufen. Tim, Tim, Tim. Das hätte ich nämlich ganz gerne. Ich möchte etwas verkaufen. Den Mini-Pilz. Also die Riesenperle auf jeden Fall. Die Mini-Pilz. Ach doch, warte, da gab es noch was. X-Abwehr. Brauche ich nicht. Ich will etwas kaufen. Ich habe 26. 14 noch dazu. Sogar noch ein Premierball, okay. Dann hätte ich ganz gerne noch 5 Superbälle. Was haben wir noch? Feuerheiler. Fluchtseile nehmen wir mal 5 mit. Nein. 5 hätte ich ganz gern. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu dieser komischen Höhle, ne? Kann das sein? Schutz nicht unbedingt. Machen wir hier nochmal 10. Ich meine... Okay. Wenn wir das ganze Geld ausgeben, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Weil das Pokémon Center ist eh gratis und wenn wir Pokémon-Kämpfe verlieren, verlieren wir wenigstens nicht viel an Geld. Aber jetzt frage ich mich immer noch, wie wir an Zerschneider kommen. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Beutel. Bonbon. Was hätten wir denn hier? Initiative. Einsetzen, weil ich glaube... 20 ist schon mal ganz gut. Das ist erhöht die Dauerangriff Energie, KP. Ich glaube, Verteidigung kann nicht schaden. 20. Nanu? Oh, das ist ja der Felsorn. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Ohren du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so ein super Pokémon-Supermarkt. Aber da, das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immer fast in jeder Stadt einen. Beutel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Also, hier ging es ja nicht weiter, ne? Da ist ja die Pokémon-Liga. So, das heißt, ich muss jetzt hier lang. Die dickte Höhle komme ich irgendwie auch noch nicht hin. Zum Mondberg. Und vom Mondberg zu Azuria City. Und dann geht das irgendwie hier so weiter. Und schnubbel die Bub. Und irgendwann kommen wir dann hier am Ende wieder an. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt Route 3 und dann zum Mondberg. Klingt nach einem Plan, würde ich mal sagen. Oh, direkt reingelaufen. Was starrst du mich denn so an? Ich habe dich gar nicht angestarrt. Du hast mich angestarrt. Das ist ein qualitativ hochwertiger Unterschied. Wollte ich nur erwähnt haben. Mirapla. Ach, guck nicht so ein bisschen. Los, Nietzsche. Was für ein Level hat der? Ja, Level.
Level 6. Also das ist jetzt nicht so sein Dings, ne? Also Pikachu ist noch nicht so der Burner. Das ist nicht sehr effektiv. Ich merke das schon. Habe ich mich vielleicht in Nietzsche getäuscht? Das wäre ein bisschen schade. Ehrlich gesagt. Aber für Azuria City wäre der vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich weiß, Azuria City ist Misty. Misty hat Wasser-Pokémon und da ist auf jeden Fall Elektro und Pflanze nicht von schlechten Eltern. Nietzsche kriegt auch. Nietzsche erreicht Level 11. So. Ich habe keine Lust mehr. Bäh. Zick doch rum. Wo komme ich denn hier lang? Okay. Ich habe 3 Pokebälle gefunden. Ich muss also einmal hier kurz rumlaufen. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coach. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer zu bereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Okay. Also bist du ein Ass-Trainer, oder wie? Findus. Findus hat ein Pokémon. Und zwar ein Bisasam. Ja. Okay. Pokémon, Taubsi, vollkommen. Dreimal Windstoß und die Sache ist, glaube ich, gegessen, oder? Vielleicht auch nur einmal. Wir werden sehen. Frankenhieb. Und? Nicht sehr effektiv, ja. Habe ich mir schon gedacht. Was sagt denn mein Windstoß? Egelsam. Ja, lol. Von mir aus bepflanzen doch. Jetzt macht er die gleiche Taktik, die ich bei Onyx hatte. Ja, ja, jetzt noch Egelsamen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komm ran und mach. Ich hatte den noch schon im gelben Bereich. So, jetzt ist er im roten Bereich. Jetzt kommt noch Egelsamen. Heilen ihn ein bisschen auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Und das müsste es jetzt aber gewesen sein, oder? Geht doch. So. Du hast dich gut geschlagen. 1100, ja. Du bist mir ein Trainercoach. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Ein Beleber. Ein Trank hilft dabei. Ja. Wie kommt das Evoli bitte schön von meinem Kopf wieder runter? Und wieso ist das die Pokémon Arena, Pokémon Center so weit entfernt? Naja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Also, es ist eigentlich jetzt schon total blind. Aber okay. Ich hoffe, dass wir wirklich noch irgendwie Glumanda und Shiggy fangen können. Das wäre so cool, wenn man die irgendwie noch kriegen könnte. Und die hätte ich nämlich wirklich ganz gerne in meinem Team. Ich glaube, bei einer Edition ging das auch. Aber ich weiß nicht mehr, welche.
bin direkt reingelaufen. Ein Trank. Sehr schön. Flup. Und dann laufen wir mal hier lang. Stellen uns hier neben unserem Freund, den wir besiegt haben. Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.